Hallo, meine Freunde, meine Ostbefreunde, ich muss euch enttäuschen. Wie ihr seht, sitze ich hier vor einer leeren Map. Aus irgendeinem Grund ging Ostriff nicht mehr zu starten. Es ist angelaufen, ich habe meinen Spielstand geladen und ein, zwei Sekunden weg war's. Schwarzer Bildschirm, abgestürzt, mehrfach hintereinander. Versucht, die Spielstände aus der Steam Cloud wiederherzustellen, beziehungsweise die Dateiintegrität geprüft. Und aus irgendeinem Grund hat es mir Fehler angezeigt. So. Die Ostriff deinstalliert, wieder installiert, versucht die Steam-Spielstände zu laden, wieder. Kurz angegangen, Absturz. So, ein so versierter IT-Fachmann bin ich auch nicht. Ich bin überhaupt kein IT-Fachmann, an was das liegen kann. Keine Ahnung. Also, bleibt nur eins übrig, neu anfangen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, aber wir fangen wieder auf der Map 1 an und bauen halt ein neues Dorf. Versuchen das wieder so, ja, oder wir können auch einige Fehler, die wir gemacht haben, wie zum Beispiel Taverne bauen, kommt nicht in Frage diesmal. Aprikosen- und Kirschplantage kommt diesmal auch nicht in Frage. Ich habe über 15.000 Portionen Kirschen und Aprikosen im Lager gehabt und kein Mensch, obwohl sie an Verkaufsständen angeboten wurden, kein Mensch hat die verwendet, sind nicht gebraucht worden. Also lassen wir sie erstmal weg, bleibt uns nichts weiter übrig. So, ich werde mich jetzt aber hier unten aus dem Bild ausklinken, damit ihr besser seht, was hier passiert auf dem Bildschirm. Alles klar, meine Freunde, ich klinke mich jetzt hier aus und wir beginnen neu. So, als erstes natürlich werden wir haben auf Pause gestellt, damit wir erstmal unser Dorf oder die ersten Schritte in Ruhe durchführen können. So, als erstes suchen wir einen Platz für unser, ich wollte schon wieder sagen, Zigeunerlager, Siedlerlager. So, das setzen wir ja hier an Wald. So, hierher etwa. Ja. Genauso werden wir es nicht aufbauen können, denke ich mir. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, jedes Mal eine Kopie des Vorhergehenden zu machen. Wir geben uns Mühe, dass wir das etwas schöner hinbauen. So, als nächstes brauchen wir ja, wie üblich, unseren Holzfäller. So, den setzen wir so ein bisschen im Wald schon mit rein. Ja. Als nächstes unsere Lehmgrube, die Clay Pit. Können wir die hier einsetzen? Mal gucken. Ah, das sind noch zu viele. Halt, das wollte ich doch. Weg damit. Ich muss kurz laufen lassen, damit es verschwindet. Gut. Ist er weg? Müsste weg sein. Gut. Nee, ist nicht weg. So, jetzt ist er weg. Und wieder auf Pause. So, müssen wir trotzdem noch mal reinstellen hier. Unsere Lehmgrube, die wollte ich dann auf alle Fälle etwas drehen. Da stellen wir sie hier her. Da steht sie gut. Dann als nächstes brauchen wir unseren
Riedproduzenten, unseren Dachdecker, sage ich immer. So, den tun wir auch etwas drehen. Den drehen wir so rum. Hier unten ist genügend Ried, genau. Da. Und wir positionieren auch gleich unseren Schmied, wo er hin soll. Ein Moment. Ein Lagerhaus positionieren wir hier dazwischen. Das können wir zwar später bauen, aber wir haben es schon mal hier mit eingefügt. Ja, das stellen wir hier her. Da soll sowieso das Holz reinkommen, das Ried reinkommen und die Nägel reinkommen. Also stellen wir das hier her. Und unseren Schmied, wo ist er? Nicht, dass wir wieder das Schlachthaus bauen. Hier ist der Schmied. So, den stellen wir hier her. Perfekt. Und jetzt beginnen wir. Ich weiß, bauen wir hier hinten in die freie Fläche. Bauen wir gleich mal hier hinten ein paar Holzkohlemeiler. Die brauchen wir ja für unseren Miet, Holzkohle. Eins, zwei, drei. Hier. Fünf. So. Den Eden hier mittendrin, da müssen sie ein paar Bäume fällen, das ist nicht das Problem. So. Und jetzt beginnen wir Häuser. Und zwar als erstes bauen wir uns Häuser mit Garten, damit wir unsere Lebensmittelproduktion erweitern, verbessern können. Ja, hier ist der Schmied. Also F1. Und jetzt ziehen wir das etwas hier rüber, bis es erscheint, Doulon. Dann schon wollen wir das richtig gut auskosten. So. Warten, und jetzt das Haus schieben wir hier hinten in den Eck rein. Wieso steht immer noch too long? Kann ja nicht sein. Ender. Geht nicht, also ist doch noch zu lang. Gut. Und hier steckt zurück. Hier steckt zurück. Drehen wir das mal. Ja, hier, das ist nicht so richtig im rechten Winkel. Also. Hier ein Stück rüber. So, jetzt müsste es gehen. Jetzt hat es angelangt, genau. Gleich noch ein zweites Haus daneben. F1. Jetzt versuchen wir das parallel in einer Linie zu dem Zaun hier vorne zu bauen. Und das jetzt mit Absicht etwas zu lang, da ich hier vorne einen Weg dazwischen bauen möchte. Weg zur Seite, damit wir die Flucht sehen. So dürfte es gehen. Jetzt gucken wir mal so. Von oben, perfekt. Das nehmen wir hier hoch, das Haus.
Hier machen wir einen Weg. Perfekt. Sieht doch ganz gut aus. Und Ender. So, jetzt haben wir zwei mit Garten. Und jetzt brauchen wir im Prinzip noch 7. Und die stellen wir denen gegenüber. So. Umschalttaste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das drehen wir um 180 Grad. 7. So, jetzt haben wir die 7 Häuser stehen. Jetzt werden wir erstmal unsere Bauschlange hier oben ordnen. Und zwar Forestry ist richtig, Klebit, ein Dachdecker. Das Warenhaus nehmen wir erstmal ganz nach hinten. Den Schmied, den brauchen wir erst an. Ich würde sagen, nach 2 Häusern bauen wir den Schmied. So lange müssten eigentlich unsere Nägel reichen. So, die den Meiler, den machen die jetzt sowieso, weil die zuerst die Bäume fällen, die irgendwo im Weg stehen. Also können wir den auch so dort lassen. So, als nächstes bauen wir eine Farm für das nächste Jahr gleich, damit wir Lebensmittel haben. So, dann bauen wir uns eine Farm. So, und die setzen wir hierher. Hier müsste das, oder gehen wir ein Stückchen hier auf diese Höhe. Hier können sie auch hierher setzen. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Mal ein Stückchen hochdrehen. Ja, wir setzen die hierher. Also es wird doch etwas anders als das letzte Mal. So, und neben diese Farm setzen wir gleich einen Heuschober, einen großen Heuschober. Da wir auch gleich für unsere Arbeit, für unsere Dämlichkeit oder unsere Damen haben. Und zwar setzen wir hier gleich einmal 3, 4. 1, 2, 3, 4 Heutrockner, ja. Weg. Und damit wir gleich im ersten Jahr, denn im ersten Jahr sind ja unsere Frauen noch nirgendwo beschäftigt. Die laufen nicht mit dem Korn, um Material ranzuholen. Wir brauchen 2 in unserem Riedproduktion, die das Ried für die Dächer herstellen. Dann nehmen wir 2 Frauen und ich sag's mal, die anderen 7 Frauen von den 9, die hier sind, haben im Prinzip keine große Tätigkeit. Tätigkeit bekommen sie erst im zweiten Jahr, weil wir ja eine wieder als Manager in der Farm einstellen. Und dann werden ja die Damen hier an der Farm beschäftigt. Da haben wir dann nicht mehr so viel Zeit, um Heu zu produzieren. Im Prinzip könnten wir sogar noch, ich sag's jetzt mal, wir versuchen das mal unser Glück. Ja, mach mal. So, wir stellen jetzt hier noch 4 Hammer hier.
Und jetzt setzen wir noch drei hierher. Wir haben 9 Frauen, 2 als Dachdeckermeister und die anderen können nachher Heu machen. So, da haben wir hier einen Heuschober und wir setzen einen zweiten. Den drehen wir. Halt, da müssen wir erstmal den wieder wegmachen. Gut, jetzt können wir auch laufen lassen. Wir kennen jetzt schon mal ein bisschen was. Und jetzt setzen wir noch einen zweiten Heuschober. Hier dahinter. So, und einen Heutrockner hierher. So, jetzt haben wir 7 Heutrockner für die 7 Frauen. Die Häuser haben wir alle gebaut. So, einen Heutrockner, den werden wir mal hier nach dem dritten Haus bauen und den nächsten Heutrockner nach dem fünften Haus. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Die Farm, die ziehen wir noch vor. Wo das Warenhaus. So, überlegen, was brauchen wir noch? 4 Moment. Eigentlich nichts weiter. Doch, wir bauen schon mal, stellen schon mal die Platzhalter her für einen Fischer. Den setzen. Hierher und einen Bootsbauer. Bootsbauer, den setzen wir hierher. Ja, da können sie in Bäume fällen, können wir noch mehr fällen, ja. Da können sie hier Zittel fällen, abfiddeln. Gut, den setzen wir hierher. So, was brauchen wir noch? Unser Rathaus bauen wir, wenn die Zelte weg sind. Und wir brauchen demnächst auch einen Wagenschuppen. Und den bauen wir hierher. Den drehen wir um 180 Grad und den stellen wir hier zum Schmied. Den ziehen wir vor hinters. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, hinter das 7. Haus setzen wir den. So. Dann brauchen wir noch, ja, wir brauchen eine Hand. Hier 2 Brunnen. Setzen wir einen hierher. Und einen hierher. So, nun haben wir schon wieder eine riesen Bauschlange hier oben, die wir abarbeiten müssen. So, aber diesmal werden wir das nicht so machen, dass wir das alles in einem Video zeigen. Ich werde jetzt die Aufnahme hier abbrechen und ich schalte wieder ein, wenn wir, naja, im September, ja, so Anfang Oktober schalte ich wieder alles zu und ich lasse das jetzt laufen. Alles klar, meine Freunde, ich melde mich jetzt hier in Game Oktober wieder. Und bis gleich. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Wie ihr seht, sind wir ein ganzes Stück weiter, aber wir werden wohl nicht alle neuen Häuser schaffen. Wir haben Ende Oktober
Wenn es gut läuft, schaffen wir es. Wenn die das Haus jetzt bis etwa Mitte November fertig haben, könnten wir es schaffen. Ich möchte aber mich nicht darauf verlassen. So, verfolgen wir das Ganze mal noch etwas. Ich habe zwischendurch noch einen zweiten Heuschober gebaut. Und die Heutrockner habe ich wieder weggenommen. So, na, es könnte sich ausgehen, aber dann sehr, sehr, sehr knapp. Die Wände werden hochgezogen. Dachstuhl errichtet. Nein, wird nichts. Wie ich das hier sehe, wird es nichts. Wir haben das letzte Drittel vom November erreicht. Und das wird nichts. Nein, 8 Häuser gebaut, eine Familie wird uns verlassen. Eine Familie wird uns verlassen. Das glaube ich nicht, dass das noch geschafft wird. Da müsste es mit dem Deibel zugehen. Da muss man mit dem Teufel im Bund sein. Nein, wir haben Ende November. Es wird gleich anfangen zu schneien. Und das war's. Eine Familie verlässt die Siedlung. Aber das wird sich bald ändern. Wir werden im nächsten Jahr neue Familien holen. Im letzten Spiel ist es uns auch so ergangen, dass eine Familie uns verlassen hat. So, wir bauen jetzt die Farm, um im neuen oder im Herbst des nächsten Jahres, also 1722, schon die ersten landwirtschaftlichen Produkte zu haben. So, das 9. Haus ist jetzt fertig und das wird dann wenn wir einen Verkaufsstand haben, dann kommen die von ganz allein. So. Die Farm ist im Bau. Wir haben bereits Januar 1722.
So, jetzt ziehen wir noch, bevor sie den Fischer und den Bootsbauer bauen, ziehe ich noch die Brunnen nach vorn, damit die Brunnen gebaut sind. Nicht, dass noch irgendeiner hier revoltiert, weil er kein Wasser hat. So, sieht eigentlich alles ganz gut aus hier. Ich werde noch mal ein paar Bäume markieren zum Fällen. Das mache ich ganz gerne, dass ich selber festlege, wo Bäume gefällt werden. Kann man zum Beispiel auch Wege durch Wälder anlegen, wenn man größere, dichtere Wälder hat. So. Es ist immer noch Januar. Wir sind immer noch gut im Rennen. So, die Farm ist fertig. Jetzt wollen wir mal sehen. Jetzt halten wir das Spiel mal ganz kurz an, um in der Farm festzulegen. Walkers. Nehmen wir erstmal den Mann raus und stellen einen Manager ein. So. So, eine Frau ist drin und jetzt bauen wir erstmal die Felder. Also, wir gehen auf langsame Geschwindigkeit. Kennen Sie inzwischen noch Brunnen und Lagerhaus? Das können wir auch noch nach hinten setzen, dass zuerst der Fischer und der Bootsbauer. Ne, zuerst andersrum. So, der Bootsbauer zuerst. Und das ist eigentlich egal. Denn der Fischer erteilt ja einen Auftrag. Aber sofern der Fischer fertig ist, kann man Auftrag erteilen. Alles klar. Zuerst den Bootsbauer, dann den Fischer. So, und jetzt legen wir hier die ersten 6 Felder an. Der erste Brunnen ist fertig. Dann hier rüber. Die machen wir wieder. Ich mache das immer so in der Größe. Habt ihr das letzte Mal mitbekommen? So 30 mal 5 und mal 40, 45. So. 30. Jetzt. 40 oder mal 30 mal 40 dürfte eigentlich reichen. Wenn du zu groß machst, da hast du wieder das Problem, dass sie nicht abgeerntet werden oder gepflügt. Also mit den Pflügen geht es eigentlich, aber mit der Ernte ist es nachher problematisch. So. Eins haben wir. So, meine Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal. Ich baue jetzt hier noch die 6 Felder und die Bestellung oder halt die Frucht legen wir gemeinsam in der nächsten Folge fest.
Und eins habe ich aus diesem Dilemma gelernt. Ich werde jetzt den Speicherstand des Spieles auf jeden Fall noch mal separat auf der Festplatte speichern. Nicht, dass uns das nochmal passiert. Es ist ärgerlich. Wir haben 19 Folgen fleißig gebaut und dann bricht der ganze Quatsch zusammen durch irgendeinen Fehler oder durch irgendeine dumme Sache. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und es wird immer so bleiben, jeweils montags kommt eine Folge aus drauf. Jetzt eine neue Staffel. Also, bis dahin. Einen schönen Tag, schöne Woche wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.